Herzlich willkommen in unserer Leseküche. Sehr hübsch. Erste Frage, möchtest du Kaffee oder Tee? Kaffee, bitte. Und auf jeden Fall schwarz, bitte. Keine Milch rein und bloß kein Zucker. Kein Problem. Sag mal, was liest du eigentlich im Moment? Im Moment lese ich, das wird dich überraschen, wahrscheinlich Tom Sawyer von Mark Twain. Und ich bin hellauf begeistert. Ein Kinderbuch? Ja, ein Kinderbuch. Wobei, ich finde, heutzutage ist das ja auch eher ein Erwachsenenbuch. Ich lese auch gern Karl May übrigens. Das erstaunt auch manche Leute. Aber Mark Twain, das hat mich völlig gepackt. Und wenn ich lese über Tom Sawyer, dann sehe ich immer meinen Sohn da drin und denke, der würde am liebsten genau wie Tom Sawyer diese Abenteuer bestehen. Und ich freue mich jetzt schon auf Huckleberry Finn. Ich habe den Eindruck, diese Kinderbücher aus dem 19. Jahrhundert, die sind viel besser als alles, was heutzutage geschrieben wird. Fühlst du dich denn eigentlich mehr als berufener Lehrer, der nebenbei Bücher schreibt? Oder bist du eher der passionierte Autor, der als Lehrer seine Brötchen verdient? Das ist also gar eine schwierige Frage zu beginnen. Also ich denke, also mein Lebenstraum ist eigentlich Schriftsteller zu sein. Ne? Das wollte ich, will ich schon ganz lange und ich schreibe auch schon ziemlich lange und mein Traum ist es wirklich, Bücher zu schreiben, zu Hause zu sitzen, für Bücher zu recherchieren und dann auf Lesereisungen gehen. Am liebsten jeden zweiten Tag so eine Veranstaltung machen, wie wir hier heute haben. Das bringt mir einfach total viel Spaß. Und der Lehrerberuf wiederum ist eigentlich dann der tollste Brotberuf, den es gibt für mich. Ne? Das ist wirklich ein Beruf, da steckt ja, man arbeitet ja mit jungen Leuten zusammen, mit Heranwachsenden. Man guckt immer wieder eigentlich dadurch zurück in die eigene Vergangenheit. Wie war ich eigentlich mit 18, wie war ich mit 15? Und das ist eigentlich ein absolut faszinierender Beruf. Und es ist ja auch schon so, dass durch den Beruf Ideen entstanden sind für neue Bücher. Also insofern bin ich ein sehr glücklicher Lehrer und wäre aber wahrscheinlich noch ein Tick glücklicher, wenn ich irgendwann von meinen Büchern leben könnte und wirklich mich aufs Schreiben konzentrieren könnte. Okay. Dein Buch heißt ja Lehrer, Traumberuf oder Horrorjob. Gibt es denn Situationen, die diese beiden Extreme aus deiner Sicht dokumentieren würden? Ja, auf jeden Fall. Das habe ich im Buch, stelle ich am Ende ja die Szenen gegenüber, Traumberuf oder Horrorjob. Das sind dann immer genau Szenen, die genau diese, das beschreiben. Es ist eigentlich immer die Situation im Klassenraum. Ne? Es ist nie, dass man zu Hause sitzt beim Korrigieren und denkt, was für ein Horror oder was für ein Traum. Es ist wirklich die Situation mit den Schülern. Es ist, wenn es dann Horror ist, der Konflikt, den man mit den Schülern auch austrägt. Also ganz banale Situationen können das sein. Der Moment, in dem man spürt, die Klasse entgleitet jetzt einem. Die Schüler machen nicht mehr das, was man sagt. Und ganz schlimm wird es, wenn man den Eindruck hat, die interessiert das auch überhaupt nicht mehr, was man sagt. Und wenn man dann, wie mir das auch schon passiert ist, die Nerven verliert und anfängt zu brüllen, dann ist das einfach nur noch Horror. Und dann geht man nach Hause und alle freuen sich, ach, der Lehrer, der mit seinem freien Nachmittag, und in Wahrheit ist man noch total unter Strom, denkt die ganze Zeit daran, was man in der Schule da verbockt hat, auch selbst. Und umgekehrt aber der Traum, ne? Dass dieser Kontakt mit den Schülern, wenn das dann läuft, wenn es wirklich Spaß bringt, ist das also was unglaublich Schönes, wenn man angerufen wird von den Schülern, ob man als Lehrer nicht Lust hat, mit denen nachmittags Klassen zu spielen, dann ist das einfach herrlich. Ne? Und die Situation im Klassenraum, wenn eine Unterrichtsstunde einfach läuft, wenn man mal den Eindruck hat, okay, die Schüler machen mit, sie finden richtig, die finden spannend, was man sich überlegt hat, und am Ende gehen sie raus und man merkt, die sind zufrieden mit dem, was man gemacht hat. Das ist ein Gefühl, ich glaube, das kann man sich nur vorstellen, wenn man es selbst mal erlebt hat, wie. Dann ist man richtig, ist wie ein Rausch, ja. Als ob man betrunken ist. Das passiert nicht jeden Tag leider, aber das ist schon hin und wieder der Fall. Also ich höre da schon eine Tendenz eher zum Traumberuf. Ja, also sonst hätte ich mir was anderes gewählt, denke ich. Ne? Trotzdem nochmal die Frage, also die Momente, die sozusagen den Horrorjob widerspiegeln, sind das auch die Gründe, die dich letztlich dazu bewogen haben, diesen Beamtenstatus abzulehnen, einfach auch um berufliche Freiheit zu genießen und im Zweifelsfall eben was anderes machen zu können? Nee, das eigentlich nicht. Was mich bewogen hat, dazu diesen Beamtenstatus abzulegen, ist eigentlich eher, weil ich ja gar nicht erst gefragt worden bin. Ja? Es gibt angestellte Lehrer, es gibt verbeamtete Lehrer. Bei mir hat man einfach gesagt, obwohl ich schon fast 40 Jahre alt war, sie werden ja noch verbeamtet, herzlichen Glückwunsch, weil das natürlich für viele wollen das ja auch unbedingt.
Und wenn ich gefragt worden wäre, hätte ich wahrscheinlich eh den Angestelltenstatus gewählt. Das hängt einfach mit meiner Biografie zusammen, dass ich bin sehr viel, also ich bin ja von einem Bundesland zum nächsten gewechselt und hatte ständig diese Angestelltenverträge. Habe mich auch immer gewundert, weshalb das für die Kollegen so wichtig ist, die Verbeamtung. Inzwischen weiß ich, wenn man verdient halt netto mehr, das ist schon ein entscheidender Grund natürlich für viele. Aber für mich selbst war dann tatsächlich so die Idee, wenn wir jetzt wieder zurückgehen vom schönen Wuppertal zurück nach Berlin, dann ist das für mich viel einfacher, wenn ich dann sage, okay, da suche ich mir einfach einen neuen Job. Und das hängt auch sehr viel damit zusammen, ich kann es mir halt leisten, das zu machen. Ne? Das ist, bin mit einer vergleichsweise gut verdienenden Frau zusammen und da konnte ich mir den Luxus erlauben, einfach das zu tun, was ich für mich persönlich richtig finde. Okay. Seit 1997 schreibst du bereits Bücher, aber das Sachbuch Lehrer, Traumberuf oder Horrorjob war dein erstes veröffentlichtes Buch? Jein, ich hatte tatsächlich 1999 eine Veröffentlichung, das war in einem sogenannten Kostenzuschussverlag. Seitdem habe ich auch sehr viel gelernt, wie man Verlage sucht. Ich habe zwar keinen gefunden, aber ich habe zumindest gewusst, dass ich mich nie wieder auf einen Kostenzuschussverlag einlassen werde. Und seitdem biete ich die Sachen also nur seriösen Verlagen an, mehr oder weniger, also erfolglos halt. Zwischendurch hatte ich sogar meine Agentur, die waren von einem Buch sehr angetan, haben es dann aber nicht geschafft, das unterzubekommen, weil es auch, wie sie sagten, es ist ein ganz düsterer Roman, also der eigentlich eher grausam ist und wenn man den aus der Hand legt, ist man sehr schlecht gelaunt und das wollten die, dafür haben sie halt keinen Verleger gefunden einfach. Und das ist jetzt tatsächlich mein erstes veröffentlichtes Buch in einem seriösen, in einem seriösen Verlag. Und die sind halt zu mir gekommen und haben gefragt, ob ich nicht Lust habe, ein Buch über den Lehrerberuf zu schreiben, weil ich da einen Artikel in der Süddeutschen Zeitung zu hatte. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja. Und meine Intention war auch wirklich, dass das Buch wenigstens so lebhaft geschrieben ist, dass Leute das lesen und denken, der kann bestimmt auch gute Erzählungen schreiben. Der Plan ist noch nicht aufgegangen, aber das Buch ist ja auch erst noch nicht mal einen Monat alt. Ne? Also da habe ich die Hoffnung noch nicht begraben. Du hast es auch gerade angesprochen, du hattest einen Artikel in der Süddeutschen. Ich habe auch noch andere Artikel von dir gefunden. Das heißt, das Autorensein oder das Autorsein, das steckt in dir. Ja. Was treibt dich denn an als Autor? Also natürlich, ich glaube, jeder Autor, jeder Künstler an sich ist ja auch irgendwo ein Selbstdarsteller. Ne? Man genießt das schon sehr, also ich genieße das sehr, das gebe ich zu. Wenn ich in einer Zeitschrift oder in einer Zeitung lese, einen langen Artikel und darunter lese ich meinen Namen, das ist erstmal ein Gefühl, wie ich es früher hatte, als ich im Sport sportlich erfolgreich war. Ne? Das ist jetzt für mich nicht mehr so interessant. Das ist die eine Sache, dass ich mich echt einfach freue, wenn Texte von mir irgendwo veröffentlicht werden. Ist das ein ganz tolles Gefühl. Und der eigentliche Antrieb, das reicht natürlich nicht, man muss die Texte erstmal schreiben. Ne? Der eigentliche Antrieb ist einfach, dass ich ganz oft in so Was-wäre-wenn-Kategorien denke. Ja? Ich überlege mir, was wäre eigentlich jetzt, wenn ich einfach mal abhaue und alles liegen lasse. Und dann entsteht, das mache ich ja nicht. Aber meine Romanfigur, die macht das. Und dann bin ich plötzlich in einer ganz anderen Welt gefangen. Und sobald ich so eine Idee habe, muss ich mich irgendwann auch hinsetzen und das schreiben. Und das ist auch schon passiert, dass ich dann dachte, das wird jetzt eine schöne Kurzgeschichte und daraus ist dann doch ein Roman geworden. Und es gibt natürlich umgekehrt auch Ideen, von denen ich dachte, das wird jetzt großartig. Und dann habe ich gemerkt, als ich begonnen habe, den Roman zu planen, das wird nichts. Aber es ist einfach die Lust darauf, glaube ich, andere Leben zu führen. Ja? Als wenn ich einen Roman schreibe, dann darf ich eigentlich ein anderes Leben führen. Ich werde nämlich zu dieser Romangestalt während des Schreibprozesses. Das bringt unglaublich viel Spaß. Es hat also, man kann nicht sagen autobiografische Züge, aber sozusagen so eigene Wünsche, die da einfließen in diesem Roman. Ja, es gibt schon einige Figuren von mir, das sind gewisse Sehnsüchte, die ich habe. Ja. Ein Student reist zum Beispiel in einem Roman, den ich geschrieben habe, in die Vergangenheit, das ist jetzt erstmal ziemlich banal, ne? Er reist aber ins Jahr 1932 und will eigentlich nur beweisen, für sich selbst auch, dass er jetzt nie reingerutscht wäre da ins Dritte Reich, dass er nie Nazi geworden wäre. Und genau dann, als er aber im Jahr 1932 ist, wird er aber doch mitgerissen. Und das war für mich absolut faszinierend, mich in diese Zeit reinzudenken. Und ich denke auch, ich hätte gern gelebt so in den 20er Jahren, beginnenden 30er Jahren, um einfach zu wissen, wie konnte das alles passieren. Im Roman durfte ich das, ja. Und andere Figuren haben schon jetzt sehr autobiografische Züge. Ich habe jetzt zwei Romane geschrieben, da geht es auch um Familienväter,
die mit vergleichsweise erfolgreichen Frauen verheiratet sind und deren Leben und beide Familienväter haben, sind ja halt Väter, also spielen auch immer die Kinder eine ganz wichtige Rolle. Und die erleben dann allerdings Sachen, die mir bis jetzt erspart geblieben sind. Einmal gehen die Kinder verloren und dann mitten in Berlin und dann wird aus der Suche eine Ehekrise und da habe ich mir noch vorgestellt, wie würden wir, also ich meine, wie würde ich selbst reagieren, wenn mir sowas zustößt und vielleicht würde ich ganz anders reagieren, aber im Roman habe ich dann halt so reagiert, meine Frau hat so reagiert, wie sie, meine Frau ist dann sehr dicht dran an der Protagonistin und das war also auch unglaublich spannend. Und da ist man dann ganz schnell in so einem Rausch, den man schreibt und das ist einfach toll. Insofern, in jedem Text steckt irgendwas Autobiografisches drin. Ja. Du bist ja auch, du hast einen sehr bewegten Lebenslauf, im wahrsten Sinne des Wortes, bist viel rumgekommen, hast in verschiedenen Bundesländern, sogar auch in Frankreich unterrichtet und gelebt. Spiegelt sich das auch in deinen Geschichten wieder? Ja, auf jeden Fall. Allein schon, dass ein Roman spielt in Hamburg und hat Hamburg auch wirklich als wichtige Kulisse, der wird woanders auch gar nicht funktionieren, glaube ich. Der andere Roman spielt in Berlin. Und einen Wuppertal-Roman habe ich noch nicht geschrieben, aber das wird mit Sicherheit noch kommen. Mein erstes sehr umfangreiches Buch, das spielt auch in Kiel an der Ostsee. Und das, ja, das spielt schon eine Rolle. Also alle Orte, an denen ich jemals war, die tauchten dann in irgendwelchen Texten wieder auf. Ja, und das finde ich natürlich auch ganz interessant, dass ich, also ich bin jetzt nicht der Berlin-Autor, nicht der Hamburg-Autor, ich werde auch nicht der Wuppertal-Autor sein. Meine Romane spielen immer mal hier, mal dort und das liegt daran, weil ich auch mal hier, mal dort gelebt habe. Was sind denn deine Lieblingsszenen? So, erstmal sage ich jetzt was nicht meine Lieblingsszene ist. Ja? Es wird ja die ganze Zeit über diese Verbeamtungssache geredet und ich will eigentlich wegkommen davon. Und was ich auch mal schade finde, ist, in diesem Buch geht es 15 Seiten um die Verbeamtung und es geht nochmal 15 Seiten um den Föderalismus, das sind sozusagen die politischen Themen dieses Buches. Der ganze Rest ist eigentlich so geschrieben, hoffe ich zumindest, dass er Spaß bringt zu lesen, dass man schmunzeln kann, dass erwachsene Menschen, das werden nur erwachsene Menschen lesen, zurückdenken an ihre eigene Schulzeit. Wie war ich eigentlich als Schüler? Das sind schöne Szenen zum Beispiel. Was für ein Schüler war ich? War ich eher das Mobbing-Opfer? War ich eher der Täter? Wie waren eigentlich meine eigenen Lehrer? Aber die schönsten Szenen für mich, die sind eigentlich ganz zum Schluss im hinteren Teil. Das ist der siebte Teil, das Buch hat auch nur sieben Teile, und das heißt Zwischen Horror und Traum aus den Klassenzimmern der Republik. Und da beschreibe ich wirklich, das sind eigentlich so kurze Erzählungen oder Kurzgeschichten, in denen ich einfach schreibe, alles in Präsens geschrieben und Momente, es sind Momentaufnahmen, wo Unterrichtsstunden völlig den Bach runtergingen, ja, wo ich verzweifelt war, wo ich auch ein paar Szenen sind, wie ich rumgebrüllt habe. Und das sind eigentlich, glaube ich, schöne Szenen, die bringen Spaß zu lesen und die bringen auch Spaß vorzulesen. Und abschließend tue ich das natürlich dann mit den Berichten aus den, das sind dann die Traumstunden sozusagen, ne? Wo das Unterrichten wirklich Spaß bringt. Stunden, nach denen man denkt, zum Glück bin ich Lehrer geworden und nichts anderes. Ist jetzt nicht jeden Tag so, ne? Aber das sind einfach nette Geschichten. Und abschließend tue ich das alles mit dem Abiball. Nicht mit meinem eigenen, sondern mit dem Abiball, als ich als Lehrer auf dem Abiball war, nachdem ich 3 Jahre die Schüler auch dahin begleitet habe. Und das ist einfach so ein ganz tolles Gefühl. Das hat unglaublich viel Spaß gebracht zu schreiben. Diese Szene sind 3-4 Seiten. Und das ist halt so eine Situation, da weiß man genau auch, warum man Lehrer geworden ist. Ja. Man hat die Schüler auf einem ganz entscheidenden Weg begleitet, junge Menschen, und anschließend werden sie entlassen sozusagen auf ein neues Leben losgelassen sozusagen. Und dieser Moment ist einfach sehr schön. Arne, vielen Dank schon mal für das Gespräch. Wir freuen uns jetzt drauf, dass du uns gleich noch ein bisschen was daraus vorliest und natürlich auch aus deinen unveröffentlichten Manuskripten, was du ganz exklusiv für uns machst, da freuen wir uns ganz besonders. Das ist sozusagen die Welturlesung heute hier. Ja. Und wenn sie mal veröffentlicht werden, dann könnt ihr sagen, wir waren die Ersten. Okay, vielen Dank. Bitte. So, ich lese jetzt noch exklusiv für Red Coon aus meinen unveröffentlichten Texten vor. Zunächst lese ich einen Auszug aus meinem Roman Im Großstadtdschungel. In diesem Roman geht es um Klaas und Xenia, die in Berlin am Bahnhof Zoo ihre Kinder aus den Augen verlieren und nicht wiederfinden. Nach einem fürchterlichen Streit gehen schließlich auch Klaas und Xenia getrennte Wege. Wo waren die Kinder? Wo waren sie bloß? Und was machte Klaas gerade? Betrank er sich oder suchte er weiter nach den Kindern? Xenia wurde schwindelig. Sie konnte einfach nicht mehr.
Um sich abzulenken, musste sie irgendwas tun. Und sie tat etwas. Sie stieg in die nächste S-Bahn ein. Darüber, dass ihr in der S-Bahn einige Männer, die einen Junggesellenabschied feierten, hinterher pfiffen, wunderte sie sich nicht. Ihr langärmeliges lila Shirt war feucht und hatte sich wie eine zweite Haut über ihren Oberkörper gezogen. Sie sah vermutlich aus, als wäre sie auf dem Weg zu einem Miss Wet T-Shirt Casting für 40-Jährige. Der älteste von den Männern sah nicht älter aus als 25. Vermutlich erregte die Bande allein die Vorstellung, dass eine Frau wie Xenia unterwegs war, um irgendjemanden auf irgendeiner Ü30-Party abzuschleppen. Derjenige, dessen Junggesellenabschied gefeiert wurde, trug ein Affenkostüm mit einer aufwendig angefertigten Kette aus echten Bananen. Er kam nun auf sie zu und fragte, ob sie einen Schnaps trinken wolle. Auf seinem Bauchladen befand sich ein gutes Dutzend Plastikschnapsgläser, die mit einer beunruhigend aussehenden Flüssigkeit gefüllt waren. Aber das war Xenia egal. Sie nickte und trank einen Schnaps. Sie stürzte ihn herunter und glaubte regelrecht zu spüren, wie der Schnaps wie ein langsam fließender Bach durch ihre Speiseröhre kroch, im Magen landete und Wärme ausstrahlte, als hätte sie ein glühendes Stück Kohle verschluckt. Zur Verblüffung des Mannes im Affenkostüm und seiner Freunde trank sie, kaum hatte sie den Becher abgestellt, gleich den nächsten Schnaps. »Hey, Moment, das hat 80%, sagte einer aus dem Pulk mit jauchzender Stimme. »Umso besser«, dachte Xenia. Als sie aufstand, sagte ein anderer, »Jeder Schnaps kostet 1 Euro, du, Sie können doch nicht einfach aussteigen.« »Doch, ich kann«, sagte Xenia und stieg am Bahnhof Zoo aus. Dass sie hinterhergerufen wurde, sie solle noch zahlen oder den Bräutigam küssen oder alternativ ihm einen blasen, war ihr egal. Was zählte schon das dümmliche Geschwätz einiger betrunkener Männer, von denen einer ein Affenkostüm trug? Hatte einer von ihnen auch nur den Hauch einer Ahnung, wie es war, wenn man seine Kinder verlor?«